Sailor Moon Vortrag. Schön, dass ihr zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Stavros und ich möchte euch heute etwas über Sailor Moon erzählen. Wie ihr vielleicht wisst, Sailor Moon wurde 25 Jahre alt dieses Jahr und das ist für uns natürlich alles ein Anreiz, dass wir unsere Lieblingsserie huldigen. Kurz zu mir, ich bin Stavros, ich bin vom Sailor Moon German Team. Das Sailor Moon German Team ist eine Faninitiative von 30 Mann und Frauen, die sich für Sailor Moon stark macht. Vielleicht kennt ihr uns, wir waren die letzten Jahre immer hier mit dem Sailor Moon Stand vertreten. Dieses Jahr sind wir etwas in einer abgespeckten Version hier, aber wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, Sailor Moon auf der Manga Comic Convention zu präsentieren. So, fangen wir doch mal ganz simpel an, für diejenigen, die vielleicht Sailor Moon noch nicht kennen, aber ich sehe hier schon ein paar Sailor Moon Cosplayer. Alles hat 1992 begonnen, als die Erfinderin Naoko Takeuchi sich eines Tages gedacht hat, ich möchte eine Manga-Geschichte von starken Mädchen erzählen. Das hat natürlich schon etwas vorher seinen Lauf genommen, schon 1991 mit Sailor V. Aber 1992 kam dann der große Boom mit der Geschichte von Usagi Tsukino, oder wie wir sie hier kennen, mit Bunny Tsukino, die über Nacht quasi zur schönen Kriegerin im Matrosenkleid wird und von da an für Liebe und Gerechtigkeit kämpft. Die Geschichte an sich kennt ihr sie alle, ich möchte da nicht so stark ins Detail gehen. Ich will euch auch nicht spoilern, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Aber ich denke mir, die meisten von euch sind halt mit der Anime-Serie groß geworden, die es dann 92 in Japan gab. Die Serie wurde von Toei Animation produziert und war zu seiner Zeit schon ein Vorreiter. Es war anders, es war bunt, es war schrill und vor allem standen das erste Mal starke Mädchen im Mittelpunkt, die für Liebe und Gerechtigkeit kämpften. In Japan fing schon 92 die Materie etwas an zu Sailor Moon und es erschienen dann viele, viele Produkte, wie die zum Beispiel. Ihr kennt sie doch alle und liebt sie und möchtet sie auch gerne in eurer Sammlung haben. Das war irgendwie auch wichtig damals, damit die Serie sich behaupten konnte, weil klar, eine Anime-Serie finanziert sich unter anderem durch Merchandise, deswegen erscheint heutzutage sehr viel über Sailor Moon. Und schon damals waren so die Sachen, die erschienen sind, recht für Kinder gehalten, obwohl die Serie an sich ja nicht für Kinder gemacht ist. Wenn ihr die Serie anschaut, dann werdet ihr bemerken, dass die Themen, die da drin vorkommen, wie zum Beispiel Tod, Wiedergeburt, Liebe, egal jetzt ob gleichgeschlechtlich oder anderen Geschlecht sind, das sind schon Themen, die nicht, sage ich mal, für die kleinen Kinder gemacht wurden. Aber dennoch hat man die Maschinerie so aufgebaut, dass es schon so zu den kleinen Kindern geht. Naja, es hat ja nicht lange gedauert, bis 1995 spätestens schon viele, viele Länder Sailor Moon bei sich hatten, unter anderem natürlich Deutschland. Wer von euch verfolgt die Sailor Moon schon seit dem CDF? Ja, das sind schon einige. Und wer seit RTL 2? Und wer seit ein paar Jahren? Ja, es wird immer weniger. Aber wir sehen hier schon, dass die meisten schon von Kindesbeinen mit dabei sind. Ich meine, als ich mir das angeschaut habe, wie alt war ich da? 4 Jahre? Und jetzt nach über 20 Jahren ist man immer noch Fan. Es hat uns einfach geprägt. Es war was Neues. Aber nicht nur der Anime hat uns geprägt, es gab auch neue Sachen. Manga. Wer wusste schon, was damals ein Manga ist? Wir alle kannten Comics früher. Aber nachdem, sage ich mal, Sailor Moon auf dem CDF lief, was ja nicht so erfolgreich war, und es dann auf RTL 2 gab, da gab es einen großen Ansturm. Und viele Fans, ich eingeschlossen, waren verrückt nach der Serie. Es gab dann auch so viele coole Sachen, wie zum Beispiel die Manga oder die Artbooks, die Comics. Es gab halt jetzt nicht so das krasse Merchandise, das wir heute kennen, aber es gab schon was. Und das war wichtig für die deutsche Szene. Warum es wichtig war? Naja, ganz einfach, das hat auch das Thema Cosplay und Conventions ganz schön groß gemacht hier in Deutschland. All jene, die heute hier rumlaufen, die im Cosplay da sind, die dann auf Conventions so gingen, da war Sailor Moon damals ein Vorreiter
der wichtig dafür war, dass es überhaupt gestartet wurde. Es begann zum Beispiel, wie ich hier auf dem Foto sehe, habe ich ganz uralt aus dem Internet ausgegraben, mit eigenen Sailor Moon Fantreffen. Oder zum Beispiel die erste richtig große Convention, die Animagic 1999. Das war geprägt mit Sailor Moon. Jeder war in Sailor Moon Cosplay da und natürlich kann das damals vor 20 Jahren nicht mit dem Standard mithalten, den es heute gibt. Denn heute mit Internet und Co. kann man sich ja alles bestellen. Aber damals, die Cosplayer der ersten Stunde wissen ganz genau, wie schwer es war damals als Sailor-Kriegerin auf eine Convention zu gehen oder einer Messe, denn das Wort Convention musste sich ja erstmal etablieren. Aber nicht nur wir in Deutschland hier haben es gemocht, uns zu verkleiden, sondern auch in Japan gab es schon sehr, sehr lange zuvor, sage ich mal, Sailor-Kriegerinnen, die auf der Bühne gesungen, getanzt haben. Die Rede ist hier von den Sailor Moon Musicals, die es gab, schon von 1993, also quasi ein Jahr später, nachdem es den Anime und den Manga gab, gab es dann in Japan Musicals. Die Musicals hielten sich dann immer an die jeweilige Staffel an, aber natürlich, wie ihr hier seht, ging das ja bis 2005. Und Sailor Moon hat ja nur 5 Staffeln, also 5 Jahre, die man füllen kann. Aber die Geschichten wurden immer neu erzählt. Es gab da auch noch neue Charaktere. Hier konnte sich Naoko Takeuchi wieder neu entfalten. Sie hat dann neue Charaktere entwickelt, die es halt nicht im Anime und im Manga gab. Und die Sailor Moon Musicals erfreuten sich damals nur in Japan vielen Fans. Aber mittlerweile schaut das etwas anders aus. Aber dazu später in der Präsentation. Die Jahre vergingen. Und wir befinden uns jetzt dann quasi in einem Zeitalter des Internets. Ja, Sailor Moon hat auch damals das Internet erreicht. Was hatte das damit auf sich? Wir schreiben so circa jetzt das Jahr 2002. Da hat es hier in Deutschland gerade erst angefangen. Damals, ich kann mich erinnern, ich bin von der Schule nach Hause gekommen und es lief auf RTL 2, auf Sat 1, auf Tele 5 etc. Sailor Moon war einfach omnipräsent damals. Die ersten Anime-Convention füllten sich mit Cosplayern rund um Sailor Moon. Viele engagierte Fans gingen auf die Bühne, präsentierten was. Und ja, aber auch in Japan ging natürlich einiges voran. Bis dato waren halt die Mangas erschienen, die Serie gab es damals noch auf VHS. Aber ab 2002 wurde alles etwas digitaler. Passend zum 10-Jährigen natürlich. Zum ersten Mal gab es dann eine Webseite zu Sailor Moon, Sailor Moon Channel, wo ich auch das Artwork hier habe. Da hat sich auch Naoko Takeuchi nicht nehmen lassen, nach so vielen Jahren wieder neue Artworks zu zeichnen. Es gab dann DVDs und auch vieles weitere, denn ihr wisst ja, wenn etwas 10 Jahre feiert, muss es hoch zelebriert werden. Der erste Zug der 10-jährigen Jubiläumskampagne war, dass die Manga wieder neu aufgelegt wurden. Ein Re-Release. Diese Bände kommen euch doch sicherlich bekannt vor. Die gibt es ja jetzt auch hier mittlerweile. Aber prägt euch mal das Datum ein. 2003 sind die erstmal in Japan erschienen. Kompakter, weil die Erstauflage hatte 18 Bände. Die neue hat so mit der Kerngeschichte 12 zu bieten. Natürlich gab es dann auch die Short Stories, also die Seitengeschichten und Sailor V. Auch wieder neu aufgelegt, aber das war dann so in Japan der Moment, wo die Fans wieder die Manga kaufen konnten. Denn selbst damals, okay, man konnte sie noch in Gebrauchtwagenläden bekommen, aber es war schon für den Fans schwierig damals, sich die Manga-Geschichte durchzulesen. War es ja für uns hier auch. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als die Manga früher bei Egmont, also Ingapa, erschienen sind und es dann Jahre gedauert hat, bis die wiederkommen. Ich habe mir meine damals durch eBay gekauft und ich sag euch, die waren schweineteuer damals. Und jeder, der seine Manga damals durch eBay gekauft hat, weiß, wovon ich spreche. Aber nicht nur das gab es dann so 2002, 2003 von Sailor Moon. Es gab dann was ganz, ganz Neues. Wer von euch sagt das etwas? PGSM. Ja, einigen sagt es etwas. Aber ich sehe dadurch, viele von euch wissen ja noch gar nicht, was das ist. Vielleicht habt ihr da schon mal was von gehört. Von Sailor Moon gibt es eine Live-Action-Serie. Passend zum 10-jährigen Jubiläum hat sich die Erfinderin Naoko Takeuchi gedacht,
sie möchte ihre Charaktere zum neuen Leben erwachen lassen. Naja, wie sah das aus? Denn, naja, es ist ja eine Magical Girl Serie. Mit sehr viel Zauber, Bling, einen kurzen Rücken. Aber wie bringt man eine Anime-Serie passend mit echten Darstellern rüber? Es fängt ja schon, sag ich mal, mit den Frisuren an. Denn wer hat schon im echten Leben blaue Haare oder Bommel auf dem Kopf? Das hat man dann für die Live-Action-Serie etwas geschickter angestellt. Das fand ich zum Beispiel sehr schön, dass man halt die Mädchen im zivilen Alltag ganz normal wie japanische Schulmädchen durch die Straßen laufen ließ. Und wenn sie dann Moon Prison Power ruften, verwandelten sie sich dann. Und ja, was ist aber das Besondere an der Live-Action-Serie? Denn einige von euch haben wahrscheinlich in den ersten zwei, drei Folgen reingeschaut und dachten so, oh, wie sehen Luna und Artemis aus? Wie sieht das aus und so? Aber man muss ja natürlich sagen, es ist eine japanische Dramaserie. Und die Japaner ticken natürlich etwas anders als die Europäer. Von daher, es war natürlich so angelegt, dass es ein japanisches Publikum befriedigte. Aber ein heißer Tipp, haltet so circa die ersten 7 Folgen durch, dann habt ihr es geschafft, dann wird es spannend. Die Folgen könnt ihr übrigens bei uns bei Sailor Moon German sehen, wir haben sie mit deutschen Untertiteln veröffentlicht. Denn Naoko Takeuchi, die Erfinderin von Sailor Moon, hatte nach über 10 Jahren die Gelegenheit, Neues einfließen zu lassen. Zum Beispiel ganz neue Charaktere kamen in der Live-Action-Serie vor. Ihr müsst es euch so vorstellen, die Live-Action-Serie sollte man eher so beachten, als wäre es eine Ergänzung zu Sailor Moon. Eine Ergänzung in diesem Sinne, weil wenn ihr euch damals die alten Manga von Naoko Takeuchi geholt habt, da gab es ja immer an den Seitenspalten so Randnotizen von Naoko. Und da hat sie immer wieder geschrieben, dass sie unter Zeitdruck arbeitet, dass sie sich auch irgendwo wünscht, dass es bald ein Ende hat. Weil es war natürlich ein hartes Business. Der Manga und der Anime wurden parallel geschaffen. Quasi das Animationsstudio Toei Animation wartete dann auf Naoko, bis sie ein neues Kapitel schrieb, das sie dann in Folgen umwandeln konnten. Und das hat Naoko damals sehr unter Druck gesetzt. Und sie konnte auch so viele Geschichten dann nicht so schreiben oder erzählen, wie sie es mochte. Und deswegen hatte sie zum Beispiel mit PSM oder mit den Musicals die Gelegenheit gehabt, neue Charaktere, neue Geschichten zu erzählen. Ihr werdet es ja wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass der Manga und die erste Anime-Serie total irgendwo auseinandergehen. Das sieht man ja jetzt zum Beispiel mit der neuen Serie Crystal besser, wie die eigentliche Geschichte ist. Das alles geriet damals unter Zeitdruck, weil, ihr müsst euch so vorstellen, die Japaner haben natürlich irgendwo nicht die Dollarzeichen, sondern die Yen-Zeichen in den Augen gesehen, weil klar, Sailor Moon war profitabel. Sailor Moon hat die Marke an sich auf der ganzen Welt sehr viel Umsatz lukriert, nicht nur für Naoko selber, die, sage ich mal, über Nacht jetzt sicherlich Milliardärin, wenn ich nicht schon sagen würde, geworden ist, aber natürlich auch das Studio und den Verlag oder so sehr unterstützt und auch dafür gesorgt, dass Manga und Anime weltweit wieder einen Hochschwung erleben. Naja, zurück zu der eigentlichen Geschichte. Bei PGSM gab es neue Charaktere. Gute Charaktere wurden böse oder andere Charaktere sind zum Leben erweckt worden. Ich möchte euch nicht spoilern, aber es ist sehr, sehr spannend, diese Konstellation mit den neuen Charakteren. Schaut euch unbedingt PGSM an. Ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Naja, wir befinden uns jetzt circa nach dem 10-Jährigen in Japan, Deutschland, Amerika, naja, eigentlich auf der ganzen Welt wurde Sailor Moon recht groß gefeiert. Diejenigen unter euch, die schon länger in der Szene sind, die das schon länger verfolgen, wissen ja, dass man damals auch wenn man zu Hause sich die Folgen angeschaut hat, am nächsten Tag in der Schule, konnte man sich austauschen mit seinen Freunden, Freundinnen und man war einfach immer dabei. Aber die ersten grauen Wolken kamen passend zum 10-Jährigen auf, weil so circa 2005 hieß es dann global Goodbye Sailor Moon. Naja, ihr werdet wahrscheinlich eine Zeit gemerkt haben, die danach kam, wo es gar nichts zu Sailor Moon gab. Sailor Moon gab es nicht im Fernsehen, es gab keine Manga, es gab kein Merchandise,
Und leider zog sich das auch so weit, dass die Fans auf Conventions im Cosplay weniger wurden. Jedoch muss man immer dazu sagen, dass der Fan an sich im Herzen immer da war. Die Serie war immer irgendwo da. Aber um das Rätsel aufzulösen, warum es 2005 ein Goodbye gab, lag aus anderen Ursprüngen. Wer von euch ist zum Beispiel mit der amerikanischen Version von Sailor Moon etwas vertraut? Ja? Was kann man über die amerikanische Version sagen? Die ist anders. Zensiert! Zensiert, habe ich gehört. Die ist zensiert, genau. Was wurde denn zensiert zum Beispiel? Die Oberweite! Die Oberweite. Geschlechter. Die fünfte Staffel gab nichts. Die Liebe zwischen Haruko und Michiro, die waren ja Cousinen da. Hohoho. Nicht so ungut. Aber warum und weshalb? Naja, man darf halt nicht vergessen, die Amerikaner, wenn sie Animes importiert haben, das gilt auch für viele weitere Serien, wie Pokémon, Digimon, etc. Das wird dann alles sehr amerikanisiert. Es wird dem Standard von Amerika gleichgesetzt. Und alles, was japanisch war, wurde dann rauseditiert. Und alles, was zu kontrovers war, wurde dann anders gestaltet. Das hat Naoko damals schon sehr gefuchst, würde ich sagen, weil wenn ihr euch eine Geschichte überlegt, ihr investiert sehr viel Zeit, zeichnet die Bilder, denkt euch eine Story aus, setzt sehr viel Liebe und Zeit in ein Produkt rein, wo ihr noch unter Zeitdruck arbeiten müsst, und dann landet es in Ländern, wo es einfach anders dargestellt wird. Sailor Moon an sich, es geht ja immer noch um Liebe und Gerechtigkeit und wie wichtig Freundschaft ist und dass auch Mädchen stark sein können. Aber all das zusammen hat Naoko über die Jahre sehr gewurmt, dass ihre Serie in vielen Ländern nicht gezeigt werden konnte, wie es sein sollte. Nicht nur zum Beispiel jetzt in Amerika. Korea war zum Beispiel viel schlimmer. In Korea wurden zum Beispiel Charaktere wie das Amazon-Quartett oder die Starlights. Da hat man sich die Mühe gemacht und hat dann pro Sekunde im Bildmaterial ihnen Zusatzkleidung gemalt. Weil, wenn ein Starlight in kurzen Sachen mit BH und so rumrennt, das geht ja in Korea nicht. Deswegen hat man von Sequenz zu Sequenz ihnen noch weitere Klamotten ins Bild gezeichnet. Und wie würde es euch dabei gehen, wenn ihr eine Geschichte entwickelt habt, die dann einfach so zensiert wird? Würde euch auch nicht gefallen, oder? Weil es ist ja nichts Schlimmes. Sailor Moon an sich hat uns ja alle geprägt irgendwo. Zu guten Menschen, hoffe ich. Also mich hat es zu einem guten Menschen, sage ich mal, geprägt. Und deswegen hat Naoko das sehr gewurmt, dass sie gesagt hat, warum könnt ihr meine Serie so nicht zeigen? Aber nicht nur das war essentiell dafür, dass Sailor Moon eingestampft wurde. Es ist halt so, müsst ihr euch vorstellen, wenn ein Produkt sehr erfolgreich ist, dann erscheinen natürlich auch sehr viele gefakte Sachen, Bootleg-Waren etc. Dann nimmt man dann einfach die Bilder her, klatscht sie auf T-Shirts, auf Bücher etc. und verkauft sie und verunstaltet sie. Das gibt es ja in allen Serien, in allen Franchises, das ist ja nichts Neues. Aber mit Sailor Moon wurde es damals schon sehr übertrieben. Überall, wo der Name drauf gedruckt war, konnte man Geld machen. Geld, das Naoko nie gesehen hat. Oder der Verlag oder das Studio. Der Höhepunkt oder sag ich mal der Tropfen, der das Fass zum Übergelaufen gebracht hat, war auch im Jahr 2005. Naoko hat ja währenddessen ja nicht nur in Sailor Moon gearbeitet. Sie hatte ja noch viele weitere Serien gemacht, die, sag ich mal, jetzt noch nicht so groß erfolgreich waren wie Sailor Moon, aber dennoch Liebhaber in der Szene gefunden haben. Da gab es eine Serie, die hieß PQ Angels. Da hatte sie gerade die ersten Seiten geschrieben, ein Manuskript geschrieben, und sie hat damals schon, so wie heute, mit dem Verlag Kodansha zusammengearbeitet. Und wenn es dann eine Serie gab, die animiert wurde, blieb es auch bei Toei Animation. Und damals hat man dann irgendwie ihr neues Werk verschlampt. Es ist verloren gegangen. Und jetzt stellt euch mal die Situation der Dame vor. Ihr sitzt dann wieder Stunden, zeichnet Geschichten, entwickelt eine Story und arbeitet eh schon mit Verlegern zusammen, die nichts dagegen tun können, dass die anderen Serien zu Sailor Moon oder zu den anderen Geschichten nicht so dargestellt werden konnten, wie sie sich gedacht hat. Da ist Naoko dann irgendwann die Schnur geplatzt und sie hat gesagt, solange ihr Sailor Moon nicht so zeigt, wie es sein sollte, sei es jetzt Zensur oder die Namen zum Beispiel, sie heißt ja eigentlich nicht Bunny, sie heißt Usagi.
dann sollt ihr Sailor Moon nicht so bekommen, wie es es gibt. Das war der eigentliche Grund, weswegen es jahrelang nichts zu Sailor Moon gab. Und ich muss dazu sagen, ich bin zu dieser Zeit wieder Fan geworden, circa 2008 rum, wo es nichts zu Sailor Moon gab. Keine Mangas, keine Cosplayer, kein Merchandise, es lief nicht im Fernsehen, verdammt. Man konnte als Fan damals, und das Internet war damals nicht so ausgeprägt wie heute, dass man auf irgendwelchen Seiten gehen kann und sich die Folgen anschauen kann, nicht in der Lage, dass das Fanherz befriedigt werden konnte. Irgendwo schade, aber wir haben alle gewartet. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet und dann gab es Hoffnung. Quasi das Licht der Hoffnung, würde ich ja sagen. Weil 2009 hieß es dann, come back, welcome back Sailor Moon. Über die Jahre, die Fans waren natürlich nicht still. Die Fans gibt es ja immer noch, gab es immer noch. Nur wenn sie sich nicht zeigen konnten oder auch, sag ich mal, ihre Produkte nicht gefunden haben, hieß es ja nicht, dass Sailor Moon ausgestorben ist. Im Gegenteil, ich behaupte ja, dass die Fangemeinde gewachsen ist über die letzten Jahre. Die Kinder von damals sind älter geworden, haben teilweise selber schon Kinder bekommen. Und ich höre immer von vielen, vielen Leuten von euch, dass, wenn ihr Mütter geworden seid oder Väter, dass ihr euren Kindern Sailor Moon zeigt. Finde ich klasse. Macht weiter so. Denn, klar, wenn dann öffentliche Medien wie zum Beispiel Print oder TV nicht darauf setzen, dass man Sailor Moon verbreitet, dann ihr Fans. Und diese Fans waren damals auch wichtig, dass Naoko sich erweicht hat, dass sie gesagt hat, okay, Sailor Moon kommt zurück, aber dieses Mal so, wie ich es will. Naja, wie sah der Plan aus? Ein Comeback stand uns allen bevor. Ich kann mich noch erinnern, wie die Nachricht rauskam, dass Sailor Moon zurückkommen sollte. Naja, damals war natürlich alles mit dem Internet auf Gerüchtebasis und die Gerüchte machten dann immer so den Umweg. Aber dann wurde es dann konkreter. Es gab einen Plan. Und diesen Plan, den ich jetzt sage, der lässt sich auf viele weitere Länder dann übergreifen. So, zuerst dachte sich Naoko, wir brauchen ein Land, wo wir testen können, ob Sailor Moon überhaupt nach all den Jahren ankommt. Naja, viele von euch würden sagen, ja, warum hat man jetzt nicht Japan genommen oder Amerika? Das wird so offensichtlich. Wir brauchten ein Land, dachte sich Naoko, wo man mit, sag ich mal, wo Sailor Moon damals schon Erfolg hatte, es testen konnten. Da gab es einige Länder, die zur Auswahl standen. Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien. Aber die Wahl ist auf Italien gefallen. Somit gab es 2009 das Projekt Italien. Naja, wie sah dieses Projekt aus? Erstmal sollte alles Step by Step vorangehen. Sailor Moon gab es zuerst dann auf der Manga-Version wieder. Die Re-Edition, die es in Japan 2003 gab, wurde wieder neu aufgelegt in Japan. Beziehungsweise in Italien, tut mir leid. In Italien wurde es wieder neu aufgelegt. Und die italienischen Fans haben wieder die Möglichkeit gehabt, sich das zu holen. Aber auch neue Bilder gab es, wie es hier sieht. Zum Beispiel, alle Bilder wurden von Marco Piero gezeichnet. Den hatten wir auch schon mal in Deutschland zu Gast. Netter Typ. Und viele, viele neue Produkte, wie ihr hier sehen könnt, sind in Italien wieder erschienen. Also Manga ist erschienen, Produkte sind erschienen. Aber wir alle wissen natürlich, Sailor Moon hat uns mit etwas gekriegt, mit der Anime-Serie. Deswegen gab es in Italien natürlich auch die Anime-Serie, aber nicht im Fernsehen, im öffentlichen Fernsehen, wo sie jeder sehen konnte. Erstmal im Pay-TV. Denn da entscheidet sich, wie weit geht der Fan? Investiert er darin, dass er sich Sailor Moon holen würde? Im Pay-TV. Und es ist natürlich etwas blöd, wenn man weiß, okay, es hängt alles an einem Land. Wenn da die Fangemeinde mitzieht, wenn das Merchandise gekauft wird, wenn die Serie geschaut wird, wenn die Nachfrage da ist, dass es sich verstreut. Aber die Rechnung ging auf. Sailor Moon wurde tatsächlich, als es dann dort in Italien mit Pay-TV lief, von vielen extra dafür abonniert. Yay! Es gab es dann später, ein paar Jahre später, dann auch im Free-TV und somit war eine kleine Welle schon ausgebrochen. Aber, wie ihr wisst, ein Comeback muss große Wellen schlagen. Und wie macht man große Wellen? Ja, ganz einfach. Man erstreckt die Wellen auf der ganzen Welt.
Nachdem Italien Erfolg hatte, erfreuten sich viele, viele weitere Länder ebenfalls an Sailor Moon. Zum Beispiel gab es dann in Thailand oder in Brasilien, Portugal wieder die Serie. Man muss auch dazu sagen, Italien war das erste Land nach Japan und Amerika, die die Serie auf DVD rausbrachte. Und wir sprechen hier von einer Zeit von 2009. Also es ist nicht so lange her. Und obwohl Sailor Moon schon seit über 20 Jahren präsent ist, gab es den Anime nicht auf DVD. Eigentlich schade. Aber die großen Wellen schlugen an und Sailor Moon verbreitete sich langsam und immer wieder weiter. Und ich in meiner Position als Sailor Moon German habe das dann damals fleißig verfolgt und weiter getwittert, geschrieben. Und immer wieder gab es natürlich die Frage, wie schaut es in Deutschland aus? Wann kommt die Serie? Wann gibt es den Manga? Wann gibt es diese Artbooks? Viele, viele Fragen bereiteten uns Fans damals schlaflose Nächte. Oder mir zum Beispiel. Naja, es dauerte ja nicht mehr lange, bis es dann auch wieder hierzulande hieß Mondstein Flickmusik oder wie es jetzt natürlich heißt, Moon Tiara Boomerang. Weil Sailor Moon gab es dann endlich wieder hier. Ich kann mich an den Tag erinnern, als Egmont gesagt hat, wir bringen Sailor Moon, den Manga, wieder zurück. 2011. Die Manga waren vergriffen und ich habe schon sehr, sehr viel Geld in eBay investiert, damit ich die 18 Bände zusammenbekomme. Und das hat mich dann schon etwas genervt. Kaum hatte ich sie zusammen, hieß es, ja, wir bringen den Manga nochmal neu raus. Aber macht ja nichts, weil der Manga ist anders als die Manga in den 90ern. Die Übersetzung wurde sehr originalgetreu gehalten. Also, sie heißt jetzt nicht mehr Bunny. Und es heißt nicht mehr Macht der Mondnebel, mach auf. Es heißt, wie es im Japanischen ist, weil das war Naoko Takeuchi sehr wichtig, dass endlich ihre Geschichte so erzählt werden soll, wie es nur konnte. Und das geht natürlich beim Manga einfacher, dass man schnell da eine Übersetzung macht, im Gegensatz zu einer Anime-Serie. Die Manga gab es damals und ich kann mich erinnern, obwohl es nur die Manga waren und ich weiß, wir alle sind mit dem Anime groß geworden und das liegt den meisten sehr am Herzen, hat uns dieser Step schon sehr gefreut. Dass wir die Manga lesen konnten, dass wir endlich mal die Geschichte so lesen konnten und vor allem in der japanischen Leserichtung, das war schon mal ein cooles Feeling. Definitiv. Wir mussten dann ein Jahr circa noch warten, dann hieß es wieder Mondstein, Flieg und Sieg und sagt das Zauberwort und so weiter. Und man fühlte sich so wieder wie in der Schule, aber auch hier wieder das Muster aus Italien, erstmal nur im Pay-TV. Animax hatte sich damals die Rechte zu Sailor Moon gesichert und eine große Kampagne gestartet mit dem Titel Nach 10 Jahren wieder zurück im Fernsehen. Eigentlich waren es nur 7, aber ja, es waren gefühlt 10 Jahre, wo wir Sailor Moon vermisst haben. Und dann gab es wieder im TV, im Pay-TV. Und da war natürlich die Frage, wie viele holen sich jetzt extra wegen Sailor Moon Animax? Also ich muss offen und ehrlich zugestehen, ich war einer. Hat sich jemand hier von euch das damals geholt? Ja? Also, man hat mich damit geködert, weil damals gab es ja die DVDs nicht. Und ich bin immer der Meinung, man sollte das, was man liebt, offiziell unterstützen. Deswegen habe ich gesagt, ach komm, die 8 Euro im Monat hole ich nur und hey, es liefen ja noch weitere Sendungen auf Animax. Aber ich habe mir nur Sailor Moon angeschaut. So, es gab den Manga, es gab die Serie im Pay-TV, aber wir wollten mehr. Wir wollten Sailor Moon anschauen, wann und wo wir wollten. Und deswegen gab es dann endlich ein Jahr später den Aufschrei, Sailor Moon kommt auf DVD. Sailor Moon ist ab 2013 auf DVD erschienen bei Kase Deutschland. Und da muss man sagen, hat man sich etwas Spannendes einfallen lassen. Denn Sailor Moon an sich, wir hatten ja jetzt nicht so eine starke Zensur in Deutschland. Wir hatten eher eine Dialogzensur, also dass man vielleicht die Namen ausgewechselt hat. Wie gesagt, statt Usagi Bunny, statt Sailor Mercury, Sailor Merkur und die Sprüche und die Verwandlungen. Die waren natürlich deutsch und ist auch bei vielen immer noch im Herzen geblieben, trotz Crystal und Manga. Aber es gibt natürlich da draußen viele, viele Fans, die die japanische Fassung lieben und mögen. Und deswegen hat sich dann Kase überlegt, okay, dann bringen halt beide Fassungen auf die DVD. Und das gab es dann auch.
Sailor Moon ist damals in der RTL2-Version, wie wir sie kennen, auch mit dem alten Bild, was einen richtig an Röhrenfernseher 90er erinnert und mit dem man groß geworden ist, das gab es auf DVD. Dazu gab es noch ein sauberes Bild von Sailor Moon mit der japanischen Originalversion, mit deutschen Untertiteln. Und so könne man dann alle Fans glücklich machen. Denn normalerweise, viele Publisher machen es dann nur noch so, dass sie nur eine Sprachversion bei alten Animes veröffentlichen. Aber bei Sailor Moon hatten wir Gott sei Dank das Glück gehabt, dass es dann so rauskam. Aber natürlich gab es dann auch wieder einen kleinen Aufschrei aus der Szene. Ja, DVD ist schön und gut, aber ist teuer, kann ich mir leider nicht leisten, ist kein Problem, sind ja alles Luxusartikel. Dennoch hat es nicht lange gedauert, bis Sailor Moon dann wieder zurück auf der großen Bildfläche gekommen ist. 2014 gab es Sailor Moon im Free TV, aber auf einem ganz anderen Sender, als man es gewohnt war, auf Viva. Hat jemand von euch Sailor Moon auf Viva geschaut? Ja, da werden schon mehr, da werden schon mehr. Also, ich auch. Und es war schon Hammer, dass man dann auf Viva, ich bin mit Viva groß geworden, natürlich mit Musik. Ich bin zu einer Zeit groß geworden, wo auf Viva noch Musik lief. Und jetzt bin ich, wo ich groß geworden bin, immer noch bei Viva mit Sailor Moon. War schon cool. Und es war auch eine super Zeit, muss man sagen. Ne? Wir hatten dann immer das Problem, okay, früher, als man Kinder war, Sailor Moon hat man angeschaut, wann lief es denn immer? 14, 15 Uhr, auf jeden Fall nach der Schule schnell nach Hause gerannt, geschaut und dann am nächsten Tag wieder mit den Freunden geredet und jetzt nach Feierabend, mit einem Feierabendbier, wo man ja älter ist, konnte man sich Sailor Moon bei Viva anschauen. Und obwohl man die Folgen kennt, entdeckt man, finde ich, nach so vielen Jahren immer wieder was Neues. Man sieht auch die Serie nach vielen, vielen Jahren mit anderen Augen wieder. Oder es wird einem anders klar. So, wir sind eigentlich der Zeit etwas vorausgesprungen, aber jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Wesentliche. Denn irgendwo feiern wir das ja immer noch, aber mittlerweile auch nicht mehr, seit ein paar Wochen. Und zwar 2012 stand es an. 20 Jahre Sailor Moon. Gott, sind wir alt geworden, dachte ich mir. Aber egal, ich bin immer noch Fan und wie ich sehe, ihr auch. Und deswegen konnten wir dabei sein, wenn Sailor Moon 20 Jahre gefeiert hat. Und 20 Jahre klingt echt hart, weil 20 Jahre Fan da sein, haben uns schon alle geprägt. Ich habe viele Geschichten gehört, gelesen von Fans, Beziehungen, Familien, die durch Sailor Moon entstanden sind, langjährige Freundschaften. Es ist nicht nur eine Serie, die man sich damals angeschaut hat im Fernsehen oder in der Pubertät, wo die Mädchen nackt bei der Verwandlung waren etc. Nein, das spielt alles keine Rolle. Sailor Moon hat einfach damals viele auf eine eigene Art und Weise geprägt. Damals, das war Sommer, das war glaube ich Juli. Juli 2012 gab es dann eine Ankündigung. Es gibt eine große Show zu Sailor Moon. Ich habe mir auch nichts anderes erwartet. Man wird ja nur einmal 20. Deswegen muss eine große Party her. Und deswegen gab es damals eine Show, die in der heutigen Technik Gott sei Dank für alle zugänglich war. Denn dank Internet konnten wir damals alle live dabei sein, als die große Geburtstagsfeier zu Sailor Moon lief. 20 Jahre Sailor Moon. Und es hieß dann so, es gibt was Neues. Es gibt eine Ankündigung. Was kann es sein? Ich kann mich erinnern, damals auf Facebook etc., wie die Spekulationen vorangingen. Ach, stell dir vor, es wird eine neue Serie geben. Ach Quatsch, es wird doch nicht geben. Stell dir vor, es wird einen neuen Film geben. Ach, warum wohl? Etc. pp. Es gab dann immer wieder Spekulationen, Wünsche etc. Aber in den letzten 5 Minuten, man muss es ja spannend machen und die Zuschauer alleine halten, in den letzten 5 Minuten gab es dann einen Brief von Naoko Takeuchi, der vorgelesen wurde. Und ihr müsst wissen, Naoko Takeuchi ist sehr, sehr scheu. Also die Erfinderin tingelt jetzt leider nicht auf jeder Convention rum und gibt Autogramme. Leider nein, sie ist sehr abgeschottet, sie will die Privatsphäre genießen. Deswegen hat sie einfach mal einen Brief, einen offenen Brief an uns alle geschrieben. Sie hat sich bedankt. Sie hat sich für 20 Jahre Treue bedankt. Sie hat sich auch bedankt, dass man in dieser Zeit, wo Sailor Moon tot war, dennoch an sie geglaubt hat. Und das wollte sie tolerieren. Und deswegen hat sie uns Fans ein ganz besonderes Geschenk gemacht.
es hieß dann, etwas Neues soll auf uns zukommen. Und somit fiel der Startschuss eines neuen Projektes mit dem Titel, naja, den Titel gibt es ja später, weil damals wussten wir ja noch alle nicht, was es gab. Es hieß nur, eine neue Anime-Serie wird kommen. Und da begannen schon wieder die Spekulationen. Es wird eine 6. Staffel, es wird eine fortgesetzt, es wird eine Vorgeschichte, es wird was ganz Neues, etc. Wir warteten 2 Jahre, wir wussten nicht, was da passiert. Aber Hauptsache, was anderes passierte in Japan. Merchandise gab's wieder, ja, ja. Wer von euch sammelt Merchandise? Ja, ich meine, es ist ja schon cool, was es da rauskommt. Und vor allem muss man bedenken, das neue Merchandise unterscheidet sich sehr stark zum alten. Merchandise ist wichtig, denn damit hat sich dann die neue Serie finanziert. Man hat damals, wie auch heute, Merchandise-Sachen entwickelt, die praktisch für den Alltag sind. Weil wir Fans sind ja auch groß geworden und sollten mit Merchandise so umgehen, dass wir es auch im täglichen Alltag benutzen konnten. Deswegen gab es zum Beispiel Sachen wie T-Shirts, die man tragen kann, Handyhüllen oder Schreibsachen, aber auch sehr viel Schmuck etc. Naoko Takeuchi ist ja ein Fashion Victim, gibt sie offen zu. Und deswegen gab es auch sehr, sehr viele Kosmetika und Schmuck und Klamotten. Und ich denke vor allem die kleinen Mädchen, die es früher gab und heute so zu starken Frauen geworden sind, die sagten so, gib mir mehr, ich will mehr davon. Und nicht nur das gab es natürlich, es gab auch noch weitere tolle Artikel. Die ganzen Broschen und Zepter, die auf eBay für hunderte von Euros verkauft wurden. Und leider Gottes, es Leute gab wie ich, die es dann für hunderte Euro gekauft haben. Die, die gewartet haben, wurden dann entlohnt, denn dann gab es die coolen Zepter und Broschen wieder und ganz originalgetreu und für wenig Geld. Und es gibt sie immer noch heute. Also es ist ja nicht so, dass es halt so schnell, schnell kaufen, denn das gibt es ja nicht mehr. Man hat heute auch noch Glück und kriegt echt tolle Sachen. Und ich wage zu bezweifeln, zu sagen, dass das Merchandise, was in den letzten 5 Jahren erschienen ist, mehr ist als das gesamte Merchandise, was es in den 90ern gab. Also es gab echt einiges und es kommt ja immer noch einiges nach. Aber nicht nur das gab es wieder neu. 2005 sind auch die Sailor Moon Musicals eingestampft worden. Und dann gab es die wieder. Die neuen Musicals unterscheiden sich dadurch, dass alle Rollen von Damen gespielt wurden. Weil Naoko Takeuchi ist auch ein sehr großer Fan von der japanischen Theaterkultur Takarutsa, die halt nur von Damen gespielt werden. Und deswegen auch in ihren Stücken alles Damen. Und ich muss natürlich schon zugeben, es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn dann eine Sailor Moon und eine weibliche Tuxedo Mask zusammen ein Paar bilden. Ist schon etwas strange, denke ich mir. Aber naja, ich habe es mir so nicht ausgedacht. Naoko wollte es so. Von daher machen wir es doch so, wie sie es mochte. Und mittlerweile gibt es ja schon zu jeder Staffel fast ein Musical. Also es gab natürlich wieder, die Geschichte wurde neu erzählt mit der ersten Staffel, zweiten, dritten. Das vierte lief jetzt und es kommt ja noch weiter was Neues. Und die Sailor Moon Musicals, die neuen, hatten auch an sich die Besonderheit, dass sie nicht nur in Japan aufgeführt werden. Schon in Paris oder Hongkong oder jetzt Amerika. Sailor Moon breitet sich aus und ein Sailor Moon, sag ich mal, ein Sailor Moon Konzert wird es auch demnächst hier geben. Später dazu mehr. Aber, naja, 20 Jahre, da hat sich Naoko Takeuchi es auch nicht nehmen lassen, dass sie dann neue Artworks zeichnet. Den Manga gab es dann in einer weiteren Version wieder, wie ihr dann auf der linken Seite seht. Etwas größer dieses Mal mit Farbseiten und teilweise wurden ein paar Korrekturen gemacht. Und da ist wieder so die Frage, ja, erscheint das in Deutschland etc.? Ich denke schon, wir müssen nur etwas warten. Ihr müsst halt bedenken, zwischen der alten Auflage 2003 und 2012 lagen ja noch weitere Jahre. Und ich denke schon, dass wir diesen Manga auch irgendwann hier bekommen. Aber es gibt ja noch die alten. Aber nicht nur das spielte zum 20-jährigen Jubiläum von Sailor Moon eine große Komponente, sondern auch die Musik. Die Musik, die die japanischen Fans vor allem damals sehr geprägt hat, wurde wieder neu aufgelegt. Viele Coverversionen gab es dann, wieder Sailor Moon Konzerte.
Und die Japaner konnten zumindest tolle Ohrwürmer wie Moonlight Dancer zu mitsingen. So, und dann kam ja das Spannendste überhaupt. Sailor Moon Crystal. Wer hat es geschaut? Okay, das ist schon etwas mehr. Ja, nachdem wir 2 Jahre gewartet haben und 2 Jahre uns dachten, naja, was ist das neue Projekt? Was wird es Neues geben? Wird es eine 6. Staffel? Wird es ein Kinofilm? Wird es eine Vorgeschichte? Whatever. Dann gab es so über Nacht, das war lustigerweise auch zur LBM 2014, wo es dann hieß, ja, Sailor Moon Crystal. Und da gab es dieses Artwork, wo Sailor Moon mit 1000 Haaren nach dem Silberkristall greift. Und ich finde den Namen auch passend getroffen, weil es geht um diesen einen verdammten Kristall in der ganzen Serie, wo jeder danach hinterher ist. Jeder will diesen Kristall haben. Naja, und jeder zweite König will Tuxedo-Mask haben. Das ist auch noch der Fall. Aber man hat dann die Serie Sailor Moon Crystal genannt. Und mit dem Slogan Moon Pride hat man dann nach 20 Jahren immer noch den Stolz von Sailor Moon nach außen getragen. Und dann gab es endlich Bildmaterial. Die 1. Staffel wurde getreu den Manga adaptiert. Und ich kann mich natürlich auch erinnern, wie dann wieder so ein kleiner Aufschrei in der Szene war, oh, die Zeichnungen, die schauen ja etwas anders aus, so computeranimiert, so spindeldürr. Aber die Geschichte ist natürlich schon cool, aber es ist anders. Natürlich ist es anders. Es sind ja auch 20 Jahre vergangen, als Sailor Moon oder Bunny Tsukino uns damals geprägt hat und wie sie uns heute mit Sailor Moon Crystal prägt. Den Vorteil, den wir mit Sailor Moon Crystal hatten, ist, dass wir auch damals, also vor ein paar Jahren, es übers Internet anschauen konnten. Also wir mussten nicht warten, bis es auf DVD oder im Fernsehen lief. Nein, in der heutigen Zeit des Internets reicht ein Klick und man konnte es dann sehen. Und dann immer alle zwei Wochen gab es dann mal eine neue Folge. Und obwohl man die Geschichte vom Manga kannte, also so war es halt bei mir, ich wartete immer gespannt drauf, auf die neue Folge. Wie entwickelt sich das? Und die 1. Staffel ging ja um das Dark Kingdom, das Königreich des Dunkeln. Und selbst da ist ja das Ende etwas anders wie in der alten Anime-Serie. Aber es ging ja natürlich weiter. Schon von Anfang an war bekannt, dass mindestens die 1. 26 Folgen von Sailor Moon adaptiert wurden. Und all jene von euch, die genau den Manga kennen, wissen, dass die 1. 26 Folgen, also Acts, die 2 Handlungsbogen von Sailor Moon erzählen. Und somit dürfte Black Moon auch nicht fehlen. Und was bei Black Moon zu sagen ist, da ist die Geschichte schon sehr anders wie damals in den 90ern. In den 90ern hatten wir noch die Vorgeschichte mit Ale und Anne zum Beispiel. Aber auch natürlich die Geschichte an sich wurde anders erzählt, finde ich. Und hier finde ich, dass Sailor Pluto zum Beispiel, ist übrigens meine Lieblingsfigur, wunderschön erzählt wurde. Und ich weiß, diejenigen, die es gesehen haben, wissen, wie es endet. Und ich musste echt ein paar Tränen vergießen. Weil es ist natürlich, der Manga von Naoko Takeuchi war für ältere Leserinnen, für Schulmädchen, aber auch irgendwie für Schuljungen gemacht, während die alte Anime-Serie irgendwie schon für kleine Kinder irgendwie dargestellt wurde. Aber Sailor Moon kann auch brutal sein. Das haben wir dann auch in Crystal gesehen. Dann hieß es erstmal eine Zeit lang warten. Eine Zeit lang warten geht's weiter, denn die Outer Sanctions zum Beispiel, da gibt es auch eine Menge Fans. Wer mag Haruka? Wer mag Michiru? Wer mag alle? Ja, also ich auch. Und deswegen, ich fand's cool, dass 2016 Sailor Moon Crystal Staffel 3 rauskam. Aber die 3. Staffel war auch wiederum anders, weil es gab ja zu den 2 Staffeln schon etwas Kritik und deswegen hat man den Zeichenstil etwas anders gemacht. Die Verwandlungen wurden neu gezeichnet, es war jetzt nicht mehr so CGI, so computeranimiert und ich muss ehrlich sagen, so der Stil der 3. Staffel hat mir schon etwas besser gefallen. Aber ja, die 3. Staffel hat schon etwas gerockt. So, in Japan hat man auch das 20-jährige Jubiläum voll gefeiert. Japan war ja etwas früher dran, aber auch in Deutschland haben wir das 20-jährige Jubiläum mit euch zusammen gefeiert. 2015 war es hierzulande soweit. 20 Jahre Sailor Moon in Deutschland. Das erste Mal lief Sailor Moon 1995 auf dem CDF, aka 20 Jahre später
feierten wir auch Sailor Pride. Sailor Pride war eine Kampagne, die im Sailor Moon German Team ins Leben gerufen wurde, wo wir dann den Stolz der Sailor Moon Fans nach außen tragen wollten. Und mit Sailor Pride haben wir versucht, viele Sachen nach Deutschland zu bringen, die es in Japan gab. Zum Beispiel das Thema Musik. Schon damals gab es in Japan die Konzerte und das Jubiläumsalbum. Und deswegen haben wir auch hierzulande ein Jubiläumsalbum rausgebracht, das Sailor Pride Album, und eine Konzertreihe gemacht. Und es war eine schöne Zeit, es war echt cool. Und es war auch schön zu sehen, dass viele Fans, die damals noch so klein waren, haben immer noch nach 20 Jahren die ganzen Songs mitgesungen haben. Das war immer ein schönes Erlebnis. Den großen Abschluss machten wir dann mit einer großen Party zu 20 Jahren Sailor Moon mit der Sailor Pride Convention in Berlin. Da hatten wir damals auf 180 Quadratmeter ein Wochenende lang nur Sailor Moon gefeiert. Der Zeichner von Sailor Moon, Mark Calvero, war da. Eine Showgruppe Yume ist aufgeregt mit einem Sailor Moon Musical. Und es gab einfach ein Wochenende, wir waren unter uns. Ein Wochenende lang konnte man seine Sailor Pride nach außen feiern. Und das hat auch Wellen bis nach Japan gezeigt. Auch die Japaner haben das mitbekommen natürlich. Und das, was ich so mitbekommen habe, fand ich auch cool, dass die deutschen Fans das gefeiert haben. Aber unsere große Mission war es natürlich, mit Sailor Pride eines vorzubereiten. Wir wollten auch Sailor Moon Crystal hierzulande haben. Eine neue Legende sollte beginnen. Die neue Legende begann letztes Jahr, beziehungsweise schon Ende 2015, wo es dann darum ging, wir wollen Sailor Moon Crystal nach Deutschland bringen. Und deshalb musste auch die Serie neu synchronisiert werden. Warum neu synchronisiert? Die japanische Version von Sailor Moon Crystal wurde in Japan komplett neu besetzt, bis auf die Rolle der Sailor Moon. Im Japanischen wurde die Rolle des Sailor Moon von der gleichen Synchronsprecherin gesprochen und alle anderen Charaktere wurden neu besetzt. Man konnte somit auch meinen, dass auch in Deutschland das der Fall sein würde. War es aber nicht. Eines Tages, das war im Sommer 2015, hatte ich eine E-Mail erhalten von einer der ehemaligen deutschen Sprecherinnen von Sailor Moon, Sabine Bohlmann, die geschrieben hat: Lieber Star Wars, bitte teil den Fans mit, ich kann die Rolle des Sailor Moon nicht sprechen. Ich habe sie dann angerufen, so, was, du kannst das nicht. Du kannst doch noch sprechen. Nein, ich darf nicht, hat sie gesagt. So, warum darfst du nicht? Naja, die Japaner, beziehungsweise die Europäer, wollten, dass es neu synchronisiert wird, mit komplett neuen jungen Stimmen. Und ich so, na, warum? In Japan hat man nicht doch auch, also die Rolle des Sailor Moon mit der gleichen belegt. Nein, dürfen wir nicht. Fanden wir dann auch etwas merkwürdig. In der Zwischenzeit wurde ich durch Studio angefragt, ob ich bei der Übersetzung mithelfen mag. Und ich hatte dann schon einen Fuß zwischen Synchronstudio und Toei Animation und habe da natürlich auch vorgetastet, warum darf Sabine und die anderen nicht sprechen. Das wollte Naoko nicht. Also die Erfinderin wollte neue Charaktere, dass ihre Charaktere von neuen Stimmen gesprochen werden. Mein Argument war aber, Sailor Moon wird doch so gesprochen. Und da war die feine Nuance, dass dann die Lizenzvertreter meinten, ja, die Dame ist ja schon so alt, die kann doch kein 20-jähriges Mädchen oder ein 14-jähriges Mädchen sprechen. Und da dachte ich mir, dann wartet mal ab. Wir haben dann über eine Nacht- und Nebelaktion eine Umfrage gestartet, wenn Sailor Moon Crystal nach Deutschland kommen sollte, wen würdet ihr gerne in der Rolle der Sailor Moon hören? Würdet ihr gerne eine neue Sprecherin hören? Sabine, die erste Sprecherin, oder Ines, die zweite? Und über Nacht kamen 2400 Stimmen zusammen, wo der Großteil für Sabine Bohlmann war. Mit diesem Argument sind wir dann zu Toei damals gegangen und haben dann gesagt, hey, die Leute wollen Sabine. Und zusammen dann auch mit Hilfe von anderen Verbündeten haben wir es dann auch geschafft, dass Sabine wieder Sailor Moon sprechen konnte. Und da seid ihr auch alle daran beteiligt gewesen. All jene, die den Support gezeigt haben, konnten das bewerkstelligen. Und ja, die Zeit im Studio war dann auch sehr spannend, weil die Übersetzung an sich, wir hatten dann auch eine strenge Vorlage, dass alles wie im Japanischen sein musste. Die Sprüche, die Namen, die Handlungen, die Abfolge, da war nicht so viel Spielraum. Und für mich war das eine großartige Erfahrung, dass ich Sailor Moon Crystal mit übersetzen durfte und einen Teil der Fankultur mit reintragen durfte.
Aber die Legende ging natürlich auch weiter. Sailor Moon Crystal war da und wir wollten das mit euch zusammen feiern. Deswegen haben wir Sailor Legend ins Leben gerufen. Das war unsere Kampagne letztes Jahr. Mit Sailor Legend waren wir letztes Jahr auch auf der Leipziger Buchmesse. Da waren wir. Und hatten eine große Ausstellung zu Sailor Moon Crystal mitgebracht. Und auch die Synchronsprecher waren da. Und ihr habt uns echt ein geiles Wochenende letztes Jahr verabreicht. Und da sind wir heute noch dankbar. Und auch die Synchronsprecher. Sailor Moon Crystal wurde offen aufgenommen. Obwohl es dann immer wieder Diskussionen gab. Boah, ich mag es nicht, ich mag das Alte. Ist völlig legitim. Aber es war einfach schön, dass die neue Legende auch hierzulande feiern durfte. Das Sahnehäubchen oder sag ich mal die Kirsche drauf war natürlich, dass Sailor Moon Crystal auch hierzulande komplett auf DVD erschien. Ist bei Kase Deutschland erschienen. Die ersten beiden Staffeln sind erschienen, die es damals gab. Und auch da haben wir zusammen mit euch Fans uns einiges ausgedacht und viele tolle Extras gemacht, die es dann gab. Synchronsprecherinterviews, eine Dokumentation über das Fandom oder sag ich mal Postkarten oder andere kleine Sachen. Wir sind groß geworden und wir sollten es einfach feiern. Und deswegen sind wir auch immer wieder offen, wenn ihr Ideen habt. Wir sind der Zwischenpunkt zwischen Fangemeinde und Publisher und versuchen dann immer die Wünsche weiterzutragen. Naja, aber die große Frage ist natürlich, wie schaut es mit der dritten Staffel aus von Sailor Moon Crystal? Kommt sie nicht? In Deutschland gibt es ja schon eine deutsche Synchro dazu. Läuft halt bei Animax On Demand, hat leider nicht jeder. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass es dann dieses Jahr dann auch heißt, dass der Neumond hier auch aufgehen wird für den DVD- und Blu-ray-Markt. Seid gespannt. Wir befinden uns jetzt mittlerweile im Jahr 2017. Und 2017 ist das Jahr des 25-jährigen Jubiläums zu Sailor Moon. Das Logo hat sich etwas verändert, aber die Legende geht weiter. Und wie geht sie weiter? Was kann das alles noch toppen? Erstmal begann das Jahr mit einem ganz großen Kino. Die Kinofilme werden von Land zu Land jetzt wieder hergezeigt. Und in Amerika zum Beispiel wurden große Kinosäle gemietet, wo dann Sailor Moon A, also der erste Kinofilm, gefährlich für Buben gezeigt wurde. Und da gab es roten Teppich und es war immer eine schöne Kino-Night. Und natürlich steht hier die Frage im Raum, wird es Sailor Moon auch hierzulande im Kino geben? Und da kann ich euch nur eins sagen, abwarten und Tee trinken. Es tut mir leid, aber abwarten und Tee trinken. Die Sailor Moon Musicals gehen weiter. Auch in diesem Herbst gibt es ein neues Musical. Der Cast wurde bekannt gegeben, es ist der gleiche Cast, wie auf dem Bild außer dieser Turm. Die musste neu besetzt werden, weil sie in einem anderen Stück mitspielt. Und Sailor Moon geht das erste Mal mit dem Musical nach Amerika. Schon cool, oder? Und wer weiß, vielleicht kommt er auch nach Deutschland. Ausgeschlossen ist es nicht. Natürlich das, was wir am meisten hoffen, geht dieses Jahr endlich in Erfüllung. Die vierte Staffel zu Sailor Moon kommt dieses Jahr raus. Die vierte Staffel wird in Crystal Style umgesetzt. Da geht es natürlich sehr stark um Pegasus, um die Dead Mooners und die vierte Staffel im Manga unterscheidet sich sehr, sehr stark mit der alten Anime-Serie. Also das wird natürlich ein ganz großes Kino. Wann genau die erscheinen wird, ist nicht bekannt. Das lest ihr natürlich, sobald die Neuigkeiten raus ist bei Sailor Moon German. Aber eine ganz neue Neuigkeit ist seit gestern rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe es aber noch passend in die Folien reingesetzt. Und zwar, es wird ein Sailor Moon Orchesterkonzert in Europa geben. Ja, schreit! Das ist cool! Und wisst ihr, was das Coole ist? Es kommt auch nach Deutschland! Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und England. Diese fünf Länder sind der Austragungsort vom Orchestermusical. Und all jene, die zum Beispiel das Zelda-Stück kennen oder so, so in diesem Style wird es sein. Die ganzen Verwandlungsmelodien, die wir kennen, werden von einem schönen Orchester gezeigt. Und sobald die Daten raus sind, das wird durch La Fée Savange organisiert, posten wir sie natürlich und dann müssen wir nur mit den Fantreffen machen vor den Spielestätten. Naja, 2017 wird sehr, sehr spannend, wie ihr gesehen habt. Die Legende geht weiter.
Auch wir vom Sailor Moon German Team haben uns einiges für euch dieses Jahr überlegt. Auf der Leipziger Buchmesse zum Beispiel präsentieren wir euch am Sonntag um 13 Uhr. Achtung, das Stück wurde vorverschoben. Von 15:30 auf 13 Uhr präsentieren wir euch ein Sailor Moon Musical zur dritten Staffel. Die Stille kommt immer näher, auch hier. Und ja, da können nur die Outer Senshis was dagegen tun. Deswegen schaut doch am Sonntag um 13 Uhr auf der großen Bühne vorbei. Da ziehen die Outer Senshis in den Kampf. Aber auch, wir werden auf vielen weiteren Conventions dieses Jahr zu Gast sein und einfach mit euch zusammen Sailor Moon, Sailor Moon Crystal und alles Mögliche in die Welt hinaustragen. Und ja, ich bin gespannt, man sieht sich sicherlich immer wieder. Und eines dürfen wir nicht vergessen, und das ist die Kernaussage schlechthin: Das Mondlicht ist die Botschaft der Liebe. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr die Stunde hier wart, und ich hoffe, der Vortrag hat euch gefallen. Wir haben noch 5 Minuten, wenn irgendjemand noch was wissen will, einfach fragen. Ansonsten bin ich hier noch unterwegs oder komme dann nachher zum Koneko-Stand, da bin ich auch noch und jobbe nebenbei. Bitte. Da gibt's noch was? Da bin ich gespannt. Oh mein Gott, wie süß! Das ist ja so. Dankeschön. Hast du das gezeichnet? Für Star Wars ein mutiges Dankeschön. Danke, dass du Sailor Moon German ins Leben gerufen hast. Danke für die schönen Erlebnisse. Ich habe zu danken, denn ohne euch gäbe es uns nichts. Und ohne das Team vor allem. Das Team. Ihr macht das ja nicht alleine. Am Sonntag kommt ja noch ein Bild für Sailor Moon German allgemein. Und ja, freue mich schon. Dankeschön, Dankeschön. Pluto, mein Liebling. Super. Mag jemand noch was wissen, sonst packe ich meine 7 Sachen und gehe. Ein kleines, das ist ein Riesendankeschön. Gott, bin ich schon. Oh mein Gott! Oh, wie cool ist das denn? Oh je. Ich bin auch passenderweise gerade umgezogen. Das kommt an meine Wand. Das ist echt cool. Lass ihn drücken. Oh, ihr seid echt Hammer. Ihr seid echt die Geilsten. Das wäre super. Hast du das getan? Das ist geil. Das ist echt cool. Seid echt Hammer. So sind 5 Minuten auch gefühlt, genau. So. In diesem Sinne, hab noch viel, viel Spaß auf der Buchmesse. Ich hoffe, wir sehen uns Sonntag. Ah ja, Sonntag, Sailor Moon Fan-Treffen. 12 Uhr beim KZ-Stand. Kommt vorbei, wird mich freuen. Und ihr wisst, im Namen des Mondes informieren wir euch. Schön, danke.